Prophetische Träume. Jeremia, Kapitel 23, Verse 28 und 29. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Charles Henry McIntosh, der hat von 1820 bis 1896 gelebt, war ein britischer Prediger, Autor und Herausgeber. Er gehörte der Brüderbewegung an. Er sagte einmal in Bezug auf die Bibel: Wenn ein Mensch über die Heilige Schrift urteilt, dann ist sie nicht das Wort Gottes für ihn. Wenn sie aber für ihn das Wort Gottes ist, dann wird sie ihn beurteilen und richten. Wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge hinterfragt, kritisiert, ausgehebelt, relativiert, abgelehnt und verallgemeinert werden. Meistens führt das nicht dazu, dass etwas besser, klarer, verbindlicher und wahrer wird. Eher das Gegenteil. Besonders auch in Verbindung mit der Bibel und ihren Aussagen. Hier wird oft und gerne darauf hingewiesen, dass die Bibel angeblich voller Fehler und Widersprüche wäre. Zugegeben, so manches in diesem Buch ist eine harte Nuss und lässt sich nicht im Vorübergehen verstehen und einordnen. Andere Aussagen sind andererseits an Deutlichkeit und Klarheit kaum zu überbieten und für jedermann verständlich und begreifbar. Nun gibt es auch Menschen, die behaupten, die Kirche hat durch ihre Konzile entschieden, was in die Bibel kommt und was nicht. Entsprechend wäre da von Anfang an Manipulation betrieben worden, um Macht auszuüben. Dr. Roger Libby schreibt in seinem Buch »Die Bibel absolut glaubwürdig« Folgendes. Nur Bücher, die nachweislich von einem Apostel oder von einem von den Aposteln anerkannten Propheten verfasst worden waren, wurden anerkannt. Alle Fälschungen wurden radikal abgelehnt. Also auch die sogenannten Apokryphen, andere Evangelien außer den vier bekannten von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und sonstige Briefe, die bis heute existieren und Lügen sowie Halbwahrheiten beinhalten. Gottes Botschaft ist in Raum und Zeit verankert und wird bewirken, was nötig ist, und die Dinge dieser Welt beurteilen und verurteilen und in die Seelen der Menschen hineinsprechen, wo das möglich und gewollt ist. In Hebräer Kapitel 4, Verse 12 bis 13 heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Vor diesem Wort sollen wir Respekt haben und es ernst nehmen. Wir sollen im Glauben zulassen, dass es zu uns spricht, auch heute noch. Und wir sollen uns daran in unserer Nachfolge, in unserem Verständnis orientieren und uns auch daran halten und auch durchaus darin forschen. Es ist ein lebendiges Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist und uns Menschen gegeben, damit wir wissen, wer wir sind, wer Gott ist, was der Sinn des Lebens ist und das Ziel des Lebens und auch, wo das Problem liegt und wie das Problem gelöst werden kann, wie wir wieder Frieden mit Gott erhalten und Erlösung finden von Sünde, Tod und Teufel. Dies alles und noch mehr bewirkt dieses ewige Wort Gottes. In Jesaja 66, 2 heißt es: Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald Folgendes:
Der allgegenwärtige und allwissende Gott stellt die Propheten wegen ihrer Träume bloß, durch die das Volk zum Götzendienst verleitet wurde. Ihre Träume waren nur Stroh im Vergleich zu Gottes Wort, das nahrhaftes Korn ist, aber es ist auch wie Feuer und wie ein Hammer. Der Herr ist gegen die Lügenpropheten. Yates beschreibt sie richtig. Sie waren Fachleute, die behaupteten, in göttlicher Autorität zu sprechen, in Wirklichkeit aber nur Lug und Trug äußerten. Jeremia schleudert ihnen drei Anklagen entgegen. Er sagt, sie seien in Wirklichkeit unmoralisch, kannten Gott nicht und hatten keine Botschaft für das Volk. Sie gingen sorglos mit ihrer heiligen Verantwortung um und senkten die moralischen Maßstäbe der Menschen, indem sie sich aktiv an Sünden beteiligten. Ihre Gotteserkenntnis war auf einem niedrigen Niveau. Weil sie sein heiliges Wesen nicht verstanden, meinten und predigten sie, er könne Israel nicht im Stich lassen. Solche falschen Propheten sind immer noch sehr zahlreich unter uns. Soweit. Wir Menschen sind kein Produkt des Zufalls oder einer gottlosen Evolution, sondern Geschöpfe eines allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden und unbegreiflichen ewigen Gottes. Und dieser Gott hat uns etwas zu sagen. In Jesaja 40, den Versen 6 bis 8, fordert Gott den Propheten auf, dem Volk Israel das vor Augen zu stellen, was tatsächlich den Fakten entspricht und was sie verstehen müssen. Und das zählt bis heute auch für uns und jeden einzelnen Menschen. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ohne Gott gibt es kein Leben im eigentlichen Sinne. Was ist das Leben eines Menschen angesichts der Gewalt und Größe Gottes? Was nehmen wir uns nicht alles vor und lassen Gott außer Acht? In Jakobus 4,14 heißt es, ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, was konkrete Aussagen zur Zukunft macht. Man sieht damit also über den Tellerrand hinaus. Hinter dem Horizont geht es tatsächlich weiter. Dadurch kann man vieles in der Weltgeschichte einordnen, einschätzen und verstehen, warum manches ebenso kommen muss, wie es sich darstellt, bis zum heutigen Tage, entsprechend dem, was die Bibel auch voraussagte. Die wichtigste Botschaft der Bibel ist das heilbringende Evangelium von der Vergebung der Sünden durch Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz und seine Auferstehung. Und auch diese Aussagen stehen fest und sind absolut wahr und richtig und für den Menschen von ewiger Bedeutung. Sein Heil hängt daran. In Johannes 3, Verse 16 bis 21 lesen wir die bekannten Verse. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Und dieses Tun ist ganz einfach der Glaube an die Vergebung der Sünden.
Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wer das im Glauben, in Respekt und Demut und offenem Herzen so annimmt und aufnimmt, der steht in Verbindung mit dem ewigen Gott und Schöpfer aller Dinge. Der glaubt dann auch, dass er Erlösung und Vergebung bitter nötig hat und auf die Gnade Gottes angewiesen ist, von Anfang bis Ende. Und in Jesus Christus, dem lebendig gewordenen Wort Gottes, Frieden, Rechtfertigung und Befreiung finden durfte in der Vergebung seiner Sünden. In Johannes 1,14 heißt es entsprechend: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen.